Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr Lieben, ihr seht, ich habe uns was Schönes mitgebracht. Und diesmal ist es nur ein kleines Paket, wirklich ein Paketchen. Sehr klein, aber dafür hat es es in sich. So viel kann und darf ich euch versprechen. Ich habe diesmal nicht irgendwo eingekauft, ich habe getauscht. Und zwar mit dem guten Kimperator. Der eine oder andere wird ihn kennen, der macht ja auch stabilen Poke-Content. Ich packe mal seinen Kanal hier oben wieder rein. Ne? Einfach mal auf dieses i gehen und dann kommt ihr direkt zu seinem Kanal. Wirklich coole Unboxing und so. Kann ich nur empfehlen. Und ja, wir haben mal so ein bisschen geschrieben und so. Cooler Typ. Und dann ja, haben wir mal so einen kleinen Tausch klar gemacht. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich das Paket am besten aufmache. Es gibt ja so viele verschiedene Pakete. Und der hat ein paar coole Karten gehabt, die ich noch unbedingt brauche für einen spezielles Set, sagen wir es mal so. Und ja, da schauen wir jetzt mal, was da so drin ist. Der hat es so gut verpackt. Naja, schneide ich hier noch irgendwo rein. Das wollen wir ja nicht. Das finde ich zum Beispiel bei so Paketen echt manchmal etwas tricky. Aber so müsste das gehen. So, dann sägen wir halt eher. Ne? Irgendwie kriegen wir das schon auf. Wuppsdiwupp. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. So heißt es auch bei Goethes Erlkönig. Ein Klassiker. So. Gucken wir doch mal. Da ist das gute Teil. So. Und ich freue mich. Ich freue mich. Ging auch relativ schnell. Ich habe gedacht, es dauert länger. Und jetzt wollen wir einfach mal reinschauen. Richtig, richtig cool. Bevor wir das jetzt aber auspacken, ich will noch die Spannung ein bisschen erhöhen. Also da ist wirklich was ganz, ganz Feines drin. Für alle die, die mir, also jetzt nicht unbedingt mit mir tauschen wollen, aber die mir Bucke, Fanpost, Fanpost an sich schicken wollen. Ich habe mir jetzt ein Postfach eingerichtet. Und das ist das gute Postfach. Ich hoffe, ihr könnt meine Schrift lesen. Für alle die, die es nicht lesen können, in der Videobeschreibung packe ich euch unten nochmal die Daten hin und dann könnt ihr mir auch den einen oder anderen Brief schicken. Keine Pakete, weil ne, das funktioniert bei so einem Postfach nicht. Aber hier könnt ihr mir Fanpost hinschicken. Die mache ich dann auch gerne, wenn ihr wollt, im Video auf. Und natürlich bleiben eure persönlichen Daten geschützt. Die werde ich hier natürlich nicht veröffentlichen. Also falls ihr mir irgendeinen Brief schreiben wollt, mit was Gemaltem oder ihr wollt mir irgendeine Karte schicken oder einige wollen sich auch Karten signieren lassen. Für mich ist das jetzt nichts, aber wenn ihr mir einen Rückumschlag dazu legt, dann signiere ich euch auch gerne so eine Karte zu eurer Warnung. Schaut euch diese Schrift an, also das ist alles aber nicht schön. Aber der eine oder andere hat da ja durchaus den Wunsch oder den Bedarf. Mache ich dann gerne, wie gesagt, frankierten Rückumschlag nicht vergessen und die weiteren Daten findet ihr dann nochmal, falls ihr meine Schrift nicht lesen konntet, in der Videobeschreibung. So, jetzt habe ich die Spannung nochmal ein bisschen erhöht, was wir da Feines drin haben. Natürlich zum Schutz und wie es sich bei Pokémon gehört, Pappe, ne? Oder Papier. Und ich lasse mir jetzt richtig Zeit beim Auspacken. Ich genieße das jetzt mal richtig. Liebe Grüße nochmal an dieser Stelle an den guten Kimperator. Schön hast du das verpackt. Und ja, da ist was drin. Ihr seht schon hier so ein bisschen Top-Loader-Style. Was haben wir da noch Feines drin? Oh. Da ist noch was drin. Keine Ahnung, was das ist. Ich kann unter so viel verraten. Wir haben ein paar Karten getauscht. Noch was? Leute, damit habe ich jetzt ja gar nicht gerechnet. Hat der gute Kimperator mehr reingetan, als wir getauscht haben. Ja, jetzt ist es leer. Nicht, dass wir da irgendwas vergessen haben. Es wäre ja schade drum. Und jetzt weiß ich gar nicht, wo was drin ist. So, mal gucken. So. Hier sind die Top-Loader drin. Leute, ich freue mich, ich freue mich. Ich bin schon ganz... Wenn ihr jetzt mein Gesicht sehen könnt, ich meine, das Gesicht will niemand sehen, aber... Da ist Freude, da ist die Freude groß. So, fangen wir mal hier an. Das ist aber keine deutsche Karte. Die haben wir nicht getauscht.
Ich bin gespannt, was es ist. Ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, ich habe es jetzt mit euch geöffnet. Und wir gucken einfach. Oh, Leute, guck mal, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Haha, perfekt. Das ist eine japanische, oder Leute? Geil. Also ich habe ja noch überhaupt gar keine japanischen oder koreanische Karten, aber der gute Kimperator weiß, ich will mir ein Album machen, extra jetzt für Glurak. Und da ist natürlich so eine Karte perfekt. Ja? Weil ich sammle ja nur deutsche Karten, ich habe auch ein paar englische, da kommt dann so ein englischsprachiges Album noch, gerade auch für die EX-Karten. Und dann will ich ja zu gewissen Pokémon wie Glurak oder Turtok noch ein separates Album machen. Und da passt die ja natürlich perfekt rein. Ne? Da kommen dann natürlich auch die ausländischen rein, ganz klar. Also ich sage jetzt mal zu den Themenalben. Ah, geil. Richtig, richtig cool. Eine wirklich tolle Freude. Ah, guck mal hier. Und da ist auch so eine Signierte. Hier der gute Kimperator. Geht auf jeden Fall auf seinen Kanal. Lasst ein Like da, kommentiert. Support ist kein Mord. Ihr wisst Bescheid. Ui. Das ist auf jeden Fall eine japanische. Ist das die gleiche Schrift oder ist das eine koreanische? Aber ganz ehrlich, für mich sieht das alles gleich aus. Ich glaube, wenn die so aussehen. Schreibt es mal in die Kommentare. Ihr wisst es besser. Ich werde sowieso dann nochmal mit dem Kimperator schreiben. Und ihn nochmal fragen, was das überhaupt für Karten sind. Oh, guck mal, hier ein Victini. Richtig cool. Toll. Da werde ich mir wahrscheinlich auch nochmal so ein Album machen mit ja, japanischen oder allgemeinen ausländischen Karten. Und ich finde das hier auch mit dem silbernen Rand so toll. Ich habe ja noch nie irgendwie sowas in dieser Richtung geöffnet. Und hier nochmal hier, ne, die guten Kimperator-Karten. Leg ich mal am besten hier zur Seite. Bam, ne? So supportmäßig. Wie gesagt, Kanal wird verlinkt, Freunde. Richtig, richtig cool. Und da ist noch mehr zum Auspacken. Da ist die Freude groß, Freunde. Da ist die Freude groß. Da können wir ein richtig langes Video machen. Ich habe jetzt mir richtig Zeit gelassen. Ich guck mal, was das hier ist. Ah, hohoho. Guckt mal. Schimmernde Legende. Ich bin schon blöd. Verborgenes Schicksal. Hinten steht die leere Top-Trainer-Box. Und es ist ein Reverse-Metbo. Und alle, die jetzt denken, oh ja, toll, ein Reverse-Metbo. Ja. Diese elendige Karte, es ist ja nur eine verdammte Reverse, also nichts Besonderes, die fehlt mir noch in meinem Set. Die fehlt mir noch. Das weiß der Kimperator natürlich. Hat er gesagt, ja gut, ich hab die. Packe ich dir mit rein. Trassler. In Anführungsstrichen nur eine Shiny-Karte. Wobei die Dinger ja auch schon ordentlich an Wert gewonnen haben. Der gute Kimperator hat ja vor kurzem jetzt auch ein Video gemacht, wo er seine Sammlung gezeigt hat. Das ist brutal, die Sammlung. Und da hat er mal zusammengerechnet, was so eine komplette Sammlung wert ist, ey. Über 3000 Euro. Ich glaube, da kam auf 3500 Euro. Brutal, Leute, brutal. Und diese Karte fehlt mir leider noch in meiner Sammlung, obwohl es nur ja, eine normale Shiny-Karte ist. Hier schön alles in Top-Loader reingepackt und jetzt grapsche ich hier noch auf Folie drauf, elendig. So. Kommt direkt wieder in den Sleeve zurück und hier hat da schön alles in verborgenes Schicksal reingepackt. Verborgenes Schicksal. Ein geiles Set, Leute. Ein geiles Set. Ich glaube, ich werde es niemals voll kriegen. Aber da haben wir jetzt schon mal zwei. Zwei, die ich unbedingt brauche. Die ich wirklich unbedingt brauche, um meine Sammlung voll zu kriegen. Hier. Auch wieder so eine elendigere Reverse-Karte, die mir leider aber auch fehlt. Rokkos Mamoria Arena. Ich weiß nicht, warum ich die nicht in Reverse gezogen habe, Freunde. Aber ich habe sie nicht gezogen. Ich weiß es nicht, es ist unglaublich. Und jetzt habe ich sie. Jetzt habe ich sie endlich mega. Richtig, richtig knackig. Und ja, drei weitere Karten für meine verborgene Schicksalssammlung. Ah, herrlich, ich kann es mir immer wieder angucken, hier mit Arctos, Zapdos, Lavados. Es ist ein Traum. So, arbeiten wir uns durch. Ah, herrlich. Das ist doch mal ein Unboxing, Leute. Das ist doch mal ein Unboxing. Mega, mega, mega. Hier alles so liebevoll und sicher verpackt. Jetzt geht's weiter. Schwupps, die Wupp. Und was ist es? Was ist es? Was ist es? Genau, wieder verborgenes Schicksal. Und es ist der Angler.
Übrigens eine sehr, sehr schöne Karte, muss man einfach so sagen, die ja auch wirklich übelst im Wert gestiegen ist. Warum auch immer. Da ist sie. Da ist sie, Leute. Ach, die ist so schön, die Karte. Die ist wirklich so schön. Nimm 4 Basisenergiekarten aus deinem Ablagestapel auf deine Hand. Ja, gut, interessiert mich nicht. Ich spiele nicht. Aber die brauche ich unbedingt für meine Sammlung noch. Und eine weitere Karte für meine Sammlung, Freunde. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. So, und es geht weiter. Was ist da drin? Was ist da drin? Ich bin gespannt. Tada! Ja, verborgenes Schicksal. Und jetzt drehen wir mal um. Jetzt drehen wir mal um. Was haben wir da drin? Wird es ein Shiny Glurak sein? Ja, nicht wirklich. Die habe ich ja schon. Aber Glaciola GX, Freunde. Glaciola GX. Und die Karte ist so, so schön. Wenn ich überlege, das Nachtara, das geht jetzt, glaube ich, für verdammte 300 € für Nachtara. Habe ich zum Glück gezogen. Glaciola. Ja, habe ich leider nicht gezogen. Und deswegen. Na, der Tausch. Da ist er nochmal. Und ja, die Kartenqualität ist natürlich mega, ne? Direkt hier vom guten Imperator gezogen und adäquat gesleeved, Freunde. Immer wichtig, dass da nichts dran kommt. Und dann kann man die auch schön in die Sammlung packen. Herrlich, herrlich, herrlich. Ah. Toll. Aber es ist noch nicht das Ende, Freunde. Das ist noch nicht das Ende. Guck mal hier, richtig dick eingepackt. Was verbirgt sich da drin? So ein bisschen habe ich noch im Kopf, was wir getauscht haben. Wie gesagt, schaut auf jeden Fall auf seinen Kanal. Von mir bekommt er jetzt auch noch was zugeschickt. Ist das ein Repack-Booster? Ich glaube nicht, ne? Boah, so. Kriege ich jetzt gar nicht raus? Kriege ich das nicht raus? Oh. Kriegt man ganz, ganz schlecht raus. Wir wollen ja nicht, dass da was dran kommt. Ist ja cool. Dampfkessel. 10 zusätzliche Karten. Nein, und es ist ein verschlossenes Booster, Freunde. Das lassen wir jetzt auch erstmal verschlossen. Richtig cool. Ui. Mega, 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 mega. Ich habe ja auch jetzt in Anführungsstrichen so eine kleine Sammlung mit, ja, ich sag mal, verschlossenen Boostern. Das finde ich so toll. Ich glaube, das lasse ich auch erstmal verschlossen. Ich habe jetzt keine Anweisung, was ich damit machen soll. Also, ich glaube, ich lasse es einfach verschlossen in meiner Sammlung. Mega. Dann habe ich auch immer wieder eine schöne Erinnerung, wenn ich dieses Booster sehe, an diesen geilen Tausch. Und Leute, Leute, das ist hier die Karte, die wichtigste Karte in dem gesamten Tausch. Und die gönnen wir uns zuletzt. Meine Güte, ist das schön. Vielen, vielen Dank. Ich bin wirklich begeistert. So, was haben wir hier hinter? Verborgenes Schicksal. Schlinking GX. Ja, hallo, läuft. Ui. Auch eine tolle Karte. Hier mit dem Mund, oder? Guck mal, da tut sich eine ganze Welt in seinem Maul auf. Mega, mega, mega. Ich hole die mal direkt hier aus dem Top-Loader raus. Die kommen ja bei mir nachher alle in ein Album rein. Eine tolle Karte. Ach, Leute, ich liebe Shiny-Karten. Aber gut, ich glaube, euch geht es da nicht anders. Und die vorletzte Karte, Freunde. Die vorletzte Karte. Jetzt überlege ich gerade, welche das war. Ich kann es euch gar nicht mehr sagen. Genau, das Reshiram, Leute. Reshiram. Ich Unmensch. Ich habe das gute Reshiram vergessen. Richtig, richtig cool. So.
Und hier ist das gute Reshiram, Leute. Mega, mega mäßig. Boah, richtig toll. Richtig, richtig, richtig toll. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Und ein weiterer Step zur Komplettierung meiner Sammlung. Und jetzt kommt die letzte Karte. Und das ist eine der teuersten Karten in diesem Set. Ja, ich denke, so kann man das sagen. Durchaus eine der teuersten Karten in diesem Set. Die meisten der teuren habe ich ja, bis auf die Goldkarten. Es ist keine Goldkarte. Es ist die gute Cynthia, genau. Und diese Karte fehlte mir leider auch noch. Ich weiß nicht, warum, ich habe so viel geöffnet. Ich habe immer gehofft, ich habe immer gebankt, dass ich sie ziehe. Und leider, leider habe ich sie nicht gezogen. Glücklicherweise konnte ich sie jetzt tauschen mit dem guten Kimperator. Richtig, richtig gut. Die Karte ist nämlich auch richtig, richtig teuer geworden. Und ja, was haben wir getauscht? Wir haben hier diese fünf fetten Puls, vier Full Art, drei Full Art Shiny und zweimal Trainerkarten Full Art. Ja, das ist ordentlich, Freunde, ordentlich. Ganz, ganz wichtig für meine Sammlung. Dann hier noch diese drei, auch ganz wichtig. Und natürlich hier die Beigaben. Herrlich. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, was ich mit dem Booster machen soll. Ob ich das jetzt auspacken sollte oder ob das für meine Sealed Booster-Sammlung sein soll. Ich glaube, ich lasse das mal. Ich finde das so toll. Guck mal, wie das aussieht. Das ist doch mega. Eigentlich viel zu schade zum Öffnen. Und ich sammle das Set ja nicht, weil ich zu spät eingestiegen bin. Ist ja schon ein bisschen älter. Toll. Ich glaube, ich lasse das echt so. Ich finde das so toll. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Und hier die beiden japanischen. Richtig, richtig toll. Ich liebe ja japanische Karten, obwohl ich noch nie was aufgemacht habe. Ich hoffe, das ist jetzt auch japanisch und nicht koreanisch. Weiß ich gar nicht. Aber die sehen trotzdem gut aus. Und ja, die kommen auf jeden Fall in die Sammlung. Mega, mega, mega freue ich mich drüber. Und ja, ihr Lieben, das war es jetzt erstmal zu diesem Unboxing-Video. Ich werde das Ganze dann gleich sicher in meiner Sammlung verstauen. Ich habe das Album hier schon liegen. Dann werden die ganzen Karten einmal umgesleeved und kommen hier in mein verborgenes Schicksalalbum. Und ihr seht schon hier auf der ersten Seite, da fehlt das verdammte Smetbo. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall beim Kimperator vorbei. Ich schicke ihm bald auch meine Karten zu und dann seht ihr dazu auch noch ein Video. Jetzt am Sonntag, ein Jahr Puckeknecht 90. Dazu gibt es dann ein Special, öffnen wir 100 Booster, unter anderem aus Echo des Donners, Ultra Prisma und Welten im Wandel. Richtig cool, ein kleines Gewinnspiel gibt es dazu auch noch. Also auf jeden Fall einschalten und mitmachen. Und wer mir Pucke-Fanpost schicken will, hier nochmal die Adresse. Beziehungsweise das Postfach kommt aber hier unten in die Videobeschreibung noch mal rein. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Unglaublich, wie lange ich das Video gezogen habe, aber es hat so viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das Video hat euch auch so gefallen. Ihr hattet ähnlich viel Spaß wie ich. Einfach mal nicht zu wissen, unter anderem, was da so drin ist. Er hat ja schon gesagt, er packt da irgendwas Schönes noch mit rein. Ich habe mich mega gefreut. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und nicht vergessen, auch beim Kimperator vorbeizuschauen. Also, ihr Lieben, macht's gut. Euer Pokeknecht90. Ciao.